Schaut mal, was ich bekommen habe. Diesen Hotfix-Applikator von Avec, ne? Echt eine coole Sache. Hier verklebt. Ich wollte mal aufmachen. Kostet so bei 8 Euro, glaube ich. Knapp 8 Euro oder so, ne? So. Ja, möchte ich mal aufmachen. Sowas gab es mal lange, lange her. Ich glaube von Viva die Gore vielleicht. Bin nicht sicher, aber es wurde damals bei HSE24 vorgestellt. Mit so einem Applikator hatte man diese Hotfix-Steine, die dann mit der Hitze verklebt werden. Ne? Es ist so eine, wie so ein Vakuum, oder wie das heißt, es nimmt den Stein und mit der Hitze klebt es auf die Fläche dran, dann auf die Stelle, ne? Und da sind auch diese Aufsätze für. Guck mal, zwei Packungen Mini Hotfix Stein sind ja spezielle, die heißen auch so, für Hotfix heißt fixieren, ne? Und dass das wieder kommt, bin ich begeistert. Ja, so, ich hole mal. Da ist auch noch so eine. Ich würde sagen, das ist die Halterung, ne, für die Pistole oder für das Gerät. So, naja, mal schauen, was da ist. Guck mal, wie groß. Ach ja, so, mal schauen, wo es auf Deutsch steht. Ja, hier steht es. Anleitungen, Straßstein, Heißklebe, Heißklebeapplikator. So, die Steine haben eine flache untere Seite, auf die der Leim aufgetragen wird. Die Oberseite, gute Seite, in Klammern, ne, des Steins ist halbkreisförmig und facettiert. Die Größe des Steins, mit dem gearbeitet werden soll, bestimmen und den entsprechenden Aufsatz wählen. Im Zweifelsfall überprüfen, ob der Stein in die hohle Öffnung des Aufsatzes passt. Ach so, ja. Wenn der Aufsatz rundum gut am Stein anliegt, hat man den richtigen Aufsatz gewählt. Achtung, bevor das Gerät eingeschaltet wird, muss der gewählte Aufsatz auf den Applikator geschraubt werden. Die Aufsätze können für folgende Steingrößen verwendet werden. Dann stehen noch Steingrößen, ne? Weiß nicht, ob man so sehen kann. Das Gerät an die Steckdose anschließen und einschalten. In etwa 2 Minuten aufgeheizt ist es dann. Die Steine im gewünschten Muster mit der Klebeseite nach unten auf den Untergrund legen. Dabei ist eine Pinzette ein praktisches Hilfsmittel, die Steine aufzuheben und zu platzieren. Die Spitze des Applikators direkt auf den ersten Stein setzen und den Applikator 3 bis 5 Sekunden lang nicht bewegen, damit der Kleber schmelzen kann. Den Applikator vorsichtig gerade vom Stein abziehen, damit den Applikator vorsichtig gerade vom Stein abziehen.
damit der flüssige Kleber wieder fest werden kann. Der Kleber braucht einige Sekunden, bis er fest wird. Daher den Stein noch nicht anfassen. Auf diese Weise alle Steine der gleichen Größe nacheinander im Muster befestigen und erst dann prüfen, ob sie alle richtig fixiert sind. Falls erforderlich, kann der Applikator noch einmal für einige Sekunden neu angesetzt werden. Gelegentlich kann es vorkommen, dass der Stein in der Spitze des Applikators stecken bleibt. Dazu die Spitze der Pinzette verwenden und den Stein durch den Schlitz im Aufsatz vorsichtig nach unten drücken. Das Gerät ausschalten und abkühlen lassen, bevor die Aufsätze gewechselt werden. Waschen von Hand empfohlen. Ist eine große Anleitung, ne? Das Gerät muss auf den Ständer gestellt werden, wenn es nicht benutzt wird. Ja, und dann sind so Beispiele, die Aufsätze. Ja, cool. Weil damals, weiß ich noch, vor Jahren, war echt teuer, so ein Gerät. Ja, und das war viel größer, glaube ich, sogar, oder nicht? Und da sind diese Aufsätze. Die haben so eine. Da muss er reinpassen. Und an der Seite, wie gesagt, sind so Rillen. Nein, komm. Naja, meine Kamera. Die will das nicht zeigen. Naja, sieht man dann. Sind so Rillen. Na egal. Gut, wenn ich es mal testen werde, auch gucken, was für riesige Teile noch sind. Dinge. Guck mal, ne? Ja. Echt interessant. Gut. Finde ich, ist eine klasse Sache. Werde ich mal testen. Demnächst, ne? Ich habe mich echt gefreut. Dachte ich mir, sowas, dass mal kommt. Hoffe, das taugt was. Ja. So, und hier schöne Box, ne? 7 Tipps und 12 Steine. Wie 12? 12 Farben. Aha, okay. Ja. Da ist noch mal, ne? Okay. So, das Gerät. Nächstes. So, ich habe heute mich doch entschieden, diese, die sind ja in der Aktion, diese ABC-Bits mir doch mitnehmen, ne? Weil mit Buchstaben, das ist schon echt gut, wenn man sie hat, ne? In verschiedenen Varianten. Finde ich schön. Meine Enkelin, die eine, die interessiert sich schon jetzt schon dafür, ne? Ist gut. Und die kleinere, die ist wird 4 Jahre alt, wer weiß. Bisschen mal so ein kleines Geschenk mal machen oder zusammen was einfädeln. Guck mal, wie viel mein Material hat. Da sind auch diese, glaube ich, nach Magnete oder Verschlüsse, ne, da drin. Magnetverschlüsse, oder? Das muss ich mich damit mal auch noch beschäftigen. Guck mal, wie schöne Farben, ne? Und unterschiedliche, so voll klasse. Ne? Und deswegen dachte ich, ja, ist in der Aktion, was kosten die? 3,49 oder? Bin jetzt nicht sicher, aber sind. Und in dem da sind sogar. Ist auch so einer.
Aber der ist auch irgendwie ist ohne Verpackung. Kraft Univers. Weil den gab es nur einmal, deswegen dachte ich, das, naja, ist soweit alles, glaube ich, drin. Ne? Jo, ist verklebt, ne? Die Überverpackung ist, die Folie fehlt, ne? Den da. Und dann die Farbe noch. Sind dann rosa. Dann blau, orange und dann grün noch, ne? Auch schön, guck mal, diese sind ja cool, ne? Hier. Unterschiedliche. Sogar wie Hieroglyphen oder wie es heißt. So, ne? Zeichen. Verschiedene. Ägyptische oder wie die heißen, wer weiß. Auch interessant. Ja. Eben jetzt von der. Das sind drei und dann ist noch so einer. Oder ist es ein anderes? Habe ich falsch gegriffen, aber die haben mir gefallen. Dachte ich, die nehme ich mal auch mit. Ne? So, und das sind die noch. Ne? Finde ich echt schön. Ja. Ist da alles drin? Das sind diese Verschlüsse. Ja, glaube ich. Zwei oder ist da was? Fehlt da was? Nee, so weit, glaube ich. Zwei sind nur drin. Und da sind mehr, glaube ich. Drei Stück. Schätzen hier. Und da sind auch zwei, ne? Also nur zwei. Na gut. Sorry, ich habe mich da richtig so reingehängt in die Prüfung, was da vorhanden ist. Ja, und ja. Sind ja, da ist noch was verklebt. Ich hoffe, ich verstreue nichts, ne? Aha. So. Und ist da noch was? Oh, das geht. Müsste gehen. Wow, ne? Ach, guck, da kleben sie. So, ein bisschen runter. Interessant. Ja, ist eine große Lochung. Guck mal, ist richtig schön. Die Lochung ist schön groß. So sieht man nicht, ne? Da ist dann alles. Das sind drei Verschlüsse. Ich wollte mal gucken, ob das sogar vier Verschlüsse. Kann sein, dass da was fehlt. Naja, egal. Sind so, ich dachte, sind, nee, das sind Schraubverschlüsse. Guck, die schrauben sich ineinander. Auch gut, ne? Ich dachte, das sind magnetische. Aber nee, das sind so verschraubt. Schrauben sich ineinander. Zusammen, ne? Okay, da ist so eine elastische Schnur, diese Kordel zum Einfädeln. Wow. Sind die hübsch, ne? Das ist die Version. Was ist das denn? Einfach. Ja. Klebe ich lieber nochmal schön zu. Genau. So, und da ist es. Sind zwei drin. Ah, reicht auch. Ist okay. So,
So, ihr Lieben, das war der zweite Teil von meinem Haul. Im ersten Teil habe ich ja die Sticker gezeigt, ne? Schaut auch euch das an, wenn es interessiert, ne? Und das ist der zweite Teil, ja, mit diesem Hotfix-Applikator, ne? Voll coole Sache. Ich hoffe, der funktioniert auch so, wie man sich das denkt. Ja, werde ich mal ausprobieren. So, ihr Lieben, das war's dann. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüssi.